Hier war noch ein zweiter. Da. Nee, du bist kein Hornwurf. Du bist was anderes, so eine Ratte, ne? Yep. Ja, Timing muss er machen. Also nur ein bisschen Pfeile zu sparen. 1, 2. Ja. Ausdauer würde noch sehr helfen. Also wenn man jetzt im Nahkampf versucht, die Kombo hinzubekommen. Je mehr Ausdauer man hat, desto mehr Zeit hat man, den Balken zu füllen. Das sollte denn besser hinhauen. Die Pflanzen hier sehen interessant aus, kann man aber nicht mitnehmen. Nö. Ist da oben was drauf? Nö. Wir haben eine schicke Stelle für ein Baumhaus. Das da ist die Hütte. Die einzelne. Oh, du. Oh ne, das da ist ein Mutant. Richtig. Für einen Mutanten haben wir nicht genug Pfeile, da reichen die 110 nicht. Nee, den lassen wir schön da. Mutanten jagen können wir gehen, wenn wir später den großen Kriegsbogen benutzen können oder entsprechende Perks haben. Also wissen, wo die Schwachstellen von den Dingern sind. Ne. Einzelne Lexit-Splitter bringen gar nichts. Die Mana-Tränke sind gut. Also verkaufen. Die bringen jeweils so 20 bis 40 Splitter. Radio ist kaputt. Nee. Hatte mir irgendwie gehofft, dass in einer von diesen verlassenen Hütten vielleicht mal eine alte Schrotflinte oder irgendwas in der Richtung rumliegt. Aber es wurde alles leer geputzt. Von Scavengern, Mutanten und anderen. Oh oh. Ja, nicht nur du. Ganz knapp. Oh, cool. Oh, das denn? Shitbash, auch nicht schlecht. Hat die Gegner kurz nach hinten geworfen, ne? Das könnte bei humanoiden Gegnern sehr praktisch sein, um sie dann zu erwischen, wenn sie auf den Boden liegen. Was? Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass Falk nicht so schnell umgibt. Wir lenken die gerade richtig schön für dich ab. Du kannst dich jetzt aufrappeln, in den Heiltrank kippen und dann. Ja, das ist er. Hammer rausgeholt. Okay, einen haben wir. Und ja. Hoppala. Ja, Fleisch ist alle. Und eine Stille zum Braten war hier nicht, ne? Nö. Nix derartiges. Mal gucken, wir den Hügel hier mal weiter hoch. Vielleicht ist ja abseits der Hütte ein kleiner Mineneingang oder ein Campingplatz. Ne, ist alles nur schroffes. Oh, doch. Eine Mini-Mini-Ruine. Yay. Nach so einem Seelenkraut. Was ist das? Oh, Mana und eine ganze Stange Zigaretten. Das sind mal eben 200 Splitter gewesen. Und weißt du was, Falk? Wir können uns mal hier hinkuscheln.
Ja, Schlaf zwischendurch muss nämlich auch sein. Was ist das da? Ach, ein Critter. Okay. Ich bin direkt hinter dir. Weg. So, probieren wir ganz kurz was aus. Und zwar das Holzschild mit darauf. Nein. Okay. Ich hätte nämlich ganz gerne beides irgendwie. Mach das mal lieber hier hin und dann den Heiltrank. Ne, warte, Heiltrank war hier. Kleiner Trank. Da dahin. So, damit man schneller auf Axt und Schild wechseln kann, wenn es zum Kampf kommt. Weil sonst zuckt er einfach immer nur die Axt und dann, ja, steht der Gegner schon vor einem. So, da haben wir das kleine Ding. Oh, guck mal da hinten. Da ist ein Riesenweltenherz. Da müsste noch eigentlich auch Sätze in der Nähe sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Riesenherz unbewacht einfach in der Wildnis steht. Dafür ist er bei den Hornwölfen auch sehr schön. Ja, da sind Setzer. Vielleicht haben die noch was Ordentliches für uns zu tun. Faszinierende Gebilde, diese Weltenherzen. Creepy trifft's eher, aber okay. Sind wir doch wieder bei den angekommen? Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Du verstehst nicht viel von Pflanzen, habe ich recht? Nicht wirklich. Dann erkläre ich es dir. Es kann ja nicht schaden. Also, aus einem Setzling erwächst nicht unbedingt ein Weltenherz. Ehrlich gesagt ist das nur bei den wenigsten der Fall. Aber nur Weltenherzen können die Erde wieder fruchtbar machen. Je mehr Setzlinge wir also züchten, umso höher ist die Chance auf ein Exemplar, das zum Weltenherz taugt. Und so ein Exemplar siehst du hier vor dir. Ihm haben wir zu verdanken, dass die Gegend wieder blüht und gedeiht. Verstanden. So schwer war es ja auch nicht. Ja. Okay, so viel zu meiner Orientierung. Ich wäre irgendwie davon ausgegangen, wir wären schon da hinten. Gut. Dann nutzen wir doch mal kurz das Lager hier. Um das Fleisch zu braten, die paar Stück zumindest. Das Fleisch kann auch gleich wieder hier dahin. Okay. Und jetzt wirklich nach Westen weiter. So, dass das die Hütte mit dem Einsiedler, dann müssen wir gar nicht erst rein. Komisch, dass mir das große Herz bei dem ersten Besuch deiner Ecke gar nicht aufgefallen ist. Hm. Oh, stopp. Brot. Nähern uns ja langsam den 40 Stück. Insgesamt brauchten wir 50. Vielleicht können wir noch ein, zwei bei Händlern aufkaufen. Inzwischen schaut es mit den Splittern ja ganz gut aus.
Und so könnte ich bitte auch nicht in irgendwelche Lehrstunden investieren, weil keine Lehrpunkte da sind. So, das da war die kleine Hütte, wo nichts drin war. Das ist das da. Seht ihr den Gang, der da reinführt? Also gibt es hier doch eine Mine. Ich habe auf der falschen Seite geguckt. Kommen wir mit einem Satz hoch. Ja, ja. Oh, Moment mal. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Ich habe doch gerade was Buckeliges lang gehen sehen. Bei dem zweiten Eingang oben. Oh. Stopp, 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 stopp. Ja, komm. Der kämpft irgendwas, oder? Jupp. Gegen den Horn. Oh, weia. Nee, nee, nee. Falk, 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 Falk. Komm, 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 komm. Ah, das ist keine gute Idee. Das sind richtig garstige Raptoren. Mit einer steinernen Haut, die wir nicht wirklich gut durchschlagen können. Jedenfalls nicht mit so einem popligen Steinpfeilen oder so sind. Da drin schon. So ein Digger gerade runter zu klettern oder was? Ist das klopfende Geräusch? Ah ne, das sind seine Schuhe. Okay, alles gut. Bei Raptoren weiß man ja nie, ne? Türen und so. Oh, das letzte Mal hat uns so eine Wurzel direkt in Mutantenlager geführt. Hier könnte ich mir aber eher Banditen vorstellen in so einer alten Ruine. Also im Stahlgerüst. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Ah, da unten ist was, Funkelndes. Du wirst mich noch kennenlernen. Was? Oh ja, und es ist noch da. Kettenhebenschwert. Oh, 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 oh. Tank. Tank sage ich 6. Weil du hast hinter dir, ne? Ein paar Leute, willst du vielleicht erstmal einen von denen erwischen? Aber es werden mehr. Und weniger. Okay, das Balk hat seinen anscheinend auch erwischt. Hammer gegen Hammer. Nur ist seiner größer. Zack. Okay. Sehr schön. Beute. Ganz viel Beute. Jeweils um die 40 Elixir. Das läppert sich schnell. Allerdings hätte ich ehrlich gesagt deren Waffen lieber. Also entweder zum selber nutzen oder zum Verkaufen. Aber irgendwie sind die nicht mehr nutzbar, nachdem man wieder auf den Boden gefallen ist. Was schade ist. Aber gut. Das waren jetzt schon alle. Und den Hornwurf da hinten will ich nicht auch noch angehen. Erstmal hier drin schauen, ob noch mehr Banditen rumkreuchen. Ah, neue Fackeln, okay. Oh. Gondas Memo. Das ist einer von den Berserkern gewesen. Sie haben mich gesehen.
Der Plan ist gescheitert, noch bevor ich das Förderband erreichen konnte. Ich muss zu meinem Lager am Wasserfall zurückkehren. Von dort oben habe ich einen besseren Blick auf die Lage. Okay, Lager beim Wasserfall. Da sollten wir uns umschauen. Wenn wir da nicht schon waren und das gehört haben. Lassen sich auch nicht mehr drehen. Und dann ging es irgendwo auch wieder hoch, richtig. Hier könnten noch Banditen sein. Ne, ist alle ausgestürmt. Vermutlich, als sie den Angriff gehört haben. Kiste. Zum ersten Mal können wir Dietrich auch einsetzen. Sehr schön. Bewege den Dietrich nach rechts oder links, um die richtige Reihenfolge für das Öffnen der Zylinder rauszufinden. Okay. Zu einfach. Yep. So, Wasserflaschen und 70. Wow. Beute ist Beute ist Beute, soll man nicht meckern. Wenigstens war kein Schwefelbrocken drin. Ring der Härte. Genau den haben wir schon, oder? Ja. Aber 400 Splitter ist der wert. Können wir dir da eigentlich was geben? Nee, ne? Du hast deine eigene Ausrüstung. Du willst keinen Ring von Jax haben. Da lang. Es könnte jetzt unübersichtlich werden mit den ganzen Türmen, die verbunden sind. Blood Reaper 1. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. War nicht so interessant wie das hier. Blood Reaper 1. 61 Stärke. Verbesserter Blutreaper der Outlaws, bewährt bei Verhören, Bestrafungen und Geburtstagspartys. Ja, yeah. Ich denke, wird eher vertickt. Keine Möglichkeit, irgendwie auszurüsten. So, in dem Turm waren wir jetzt... Doch, das ist der, wo wir reingekommen sind, ne? Ja, genau das meinte ich wegen Orientierung. Also wir kamen von da waren wir eben gerade drin. Hier unten sind wir, glaube ich, am Anfang runtergesprungen. Hier sind wir reingekommen. Ja. Also sind wir den Turm schon. Und das war's eigentlich. Also in dem Gebäude, in dem Hauptgebäude, hatten wir so unter dem Wasser umgeschaut. Und dann... Aufs Dach sollen wir noch, wenn es da hoch geht. Ja. Eine Anleitung für ein Amulett des Kämpfers erhalten. Das hört sich nach Nahkampf an. Wo ist eine Anleitung? So, wahrscheinlich bei dem Zettelkram geschriebenes. Zettbuch eines Alchemisten? Nein. Nö. Nicht hier. Ah, hier. Anleitung, Amulett des Kämpfers. Bräuchte ganz schön viel Elixit. Goldschmied 1. Und erhöht Angriffsstärke und Paradestärke. Ja, 1500 Elixit ausgeben für Nahkampfsachen. Momentan geht Jax hier eher in Richtung Fernkampf. Da sollten wir die Spitze lieber aufbewahren für unsere nächsten
Trainingsstunden. Schauen wir mal noch weiter. Vorsichtig. Ja, da scheint man noch weiter hochzukommen. Probieren wir erstmal ohne Jetpack, weil es hier doch ziemlich rutschig ist. Und wenn man landet, dann rutscht es eher weg. Hier haben wir zum Beispiel eine Handgranate. Auch wenn es eher wie eine Cola-Dose aussah. So eine Nuka-Grenade. Da ist nichts, aber hier rum geht's weiter hoch. Genau. Hier noch irgendwas zwischengelegt? Nee, alles verrostet und verramscht. Okay. Ja, das müsste kurz sein. Das ist tief, ja. Falk, da fängt sich schon. Wasserfall, meinte er. Hm? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wasserfälle. Da hinten ist irgendwie ein riesiges Wasserrad im Norden. Was ist das da im Norden? Ist nicht der Konverter, ne? Konverter ist da. Ich habe keine Ahnung, was es da ist. Das ist eher so nordwestlich, ne? Also nordnordwestlich. Da sollten wir auch mal hinschauen. Scheint eine Siedlung zu sein. Oh. Okay. Stehen bleiben. Jetpack aufladen lassen. Das Gebüsch da. Hops. Das hier ist so die Zirbelgebiete. Zentralste Stelle, die ich finden wollte. Aber gut, da scheint nichts zu sein. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Also das Ding haben wir grob abgegangen. Oben an den Wasserfällen sollte man eigentlich lang schauen, um sein Lager zu finden, weil sonst vergesse ich das. Ne? Das heißt, wir schicken Jax jetzt mal Richtung Norden. Irgendwo hoch. Dann folgt er der Reihe aus Wasserfällen. Und kommt so hoffentlich an dem einen Lager vorbei. Von dieser Tonnachricht. Und dann am Ende... Und diese Exkursion. Oh, schick. Oh. Und in der Exkursion kommt er dann bei dieser Siedlung an. Ich kann da auch eine neue Pfeile kaufen, weil die sind auch schon bald wieder aus. Energiespeicher, was ist da hinten noch? Noch ein Energiespeicher. Ja. Moment mal. Geh doch mal kurz ans Trockene. Und hör dir die Nachricht nochmal an. Vielleicht meint er auch am Fuß des Wasserfalls. Das wäre dann ein bisschen einfacher. Da. Sie haben mich gesehen. Der Plan ist gescheitert, noch bevor ich das Förderband erreichen konnte. Ich muss zu meinem Lager am Wasserfall zurückkehren. Nee, oben. Von dort oben habe ich einen besseren Blick auf die Lage. Oben ist viel Arbeit, weil mit einer Jetpack-Ladung kommt man da nicht hoch. Ein regulärer Weg wäre über diese Wurzeldinger. Aber die scheinen mir doch ein bisschen unsicher und zeitaufwendig. Oh,
folgen wir lieber mal der Wand und gucken irgendwie nach einer Schlucht oder gleich die nach oben führt. Also ne, zum Einschnitt im Fels. Das hier sieht nicht schlecht aus. Oh. Warum willst du die Waffe nicht ziehen? Jax. Alles okay, Alter? Nein. Jax muss sich erstmal ausruhen.